Die Trauben, die jetzt gepflückt wurden, gehen direkt erstmal zu uns ins Weinlabor. Dort werden die entrappt, Handarbeit noch, keine Maschine. Das ist eine Art Kurbelsystem, was die Kerne entfernt und die Strunke, da wo die Trauben dran sind. Und dann wird das dann erstmal gelagert und dann mit einem Enzym angereichert, was quasi verhindert, dass es so verschlammt. Und dann wird es nach einer Stunde ruhen, wird es dann gepresst zu einem Traubensaft. Und dann geht der ganze Spaß weiter. Fülle ist auf jeden Fall da, gerade jetzt bei dem Müller-Thurgau. Der ist gut bestückt, was aber auch in dem Fall zum Teil dazu führt, dass die Weintraube relativ faulige Stellen haben kann, da sie viel zu dick ist. Sowas zum Beispiel, aber das wird natürlich entfernt, weil wir wollen ja auf Qualität achten in der Hinsicht. Ansonsten ja, haben wir noch viel vor uns heute. In dem Fall bei dem Weißwein, bei Müller-Thurgau, kann man eine Menge erwarten, aber der Schein tut doch vielleicht ein kleines bisschen, da wir auch verschiedene Menge rausschneiden müssen. Hier haben wir das beste Beispiel. Das will keiner in seinem Wein drin haben. Das heißt, der ganze Spaß kommt ab. So. Umso sauberer die Weintrauben sind, umso besser ist die Qualität des Weines.